Rivalitäten, auch auf der internationalen Bühne, halten nicht ewig an. Irgendwann enden sie einfach. Es kommt der Tag, an dem ewige Rivalen aufhören, zwanghaft nach Wegen zu suchen, sich gegenseitig zu vernichten und sich auf andere Bereiche konzentrieren. Dies geschieht aus einer Vielzahl von Gründen. Das Kräfteverhältnis in der Region oder der Welt kann sich geändert haben. Es kann zu einem unerwarteten technologischen Durchbruch gekommen sein, ein internes Regierungsmodell kann zusammenbrechen oder es kann als Folge eines Krieges geschehen, eines kinetischen Krieges zwischen Gegnern oder eines Krieges, an dem nur einer der Rivalen beteiligt ist. Schließlich kann es geschehen, wenn einer der Rivalen ein wahrgenommenes Ziel erreicht, ein Ziel, das nicht unbedingt die vollständige Vernichtung des bestehenden Feindes beinhaltet. Im Jahr 1805 kämpften Großbritannien und Frankreich erbittert um die Vorherrschaft in Europa. Nur drei Jahrzehnte später wehrten sie gemeinsam den russischen Imperialismus in den Krimkriegen ab, was zu einer geopolitischen Partnerschaft führte, die das blutige 20. Jahrhundert überdauerte und bis heute andauert. In ähnlicher Weise führten die USA und Japan während des Zweiten Weltkriegs eine der mächtigsten Seekriege der Geschichte, um kurze Zeit später zu ängsten Verbündeten zu werden. Die Wahrnehmung der aktuellen großen globalen Rivalität zwischen der dominierenden Weltmacht, den Vereinigten Staaten von Amerika, und einem aufstrebenden Herausforderer der Volksrepublik China lässt einen an einen fast endlosen Konflikt denken, an einen permanenten Zustand des neuen Kalten Krieges, in dem die Welt in feindliche Lager aufgeteilt wird, die in einem chronischen Wettbewerb stehen. Wie die Reiche Ozeaniens, Eurasiens und Ostasiens, die sich in George Orwells Buch 1948 mit Hass anblicken, aber diese empirischen Beweise widersprechen dieser Ansicht. Im Buch How Rivalries End zeigen die Autoren Karen Wrestler, William Thompson und Samit Ganguly, dass seit 1816 von den Rivalitäten der Großmächte nur drei länger als ein Jahrhundert gedauert haben. Im Durchschnitt endeten sie nach 60 Jahren. Wenn wir diese Statistik auf die chinesisch-amerikanische Konfrontation anwenden, müssen wir zunächst den Zeitpunkt bestimmen, den wir als Beginn der Rivalität betrachten. Wenn wir 1921 annehmen, das heißt die Gründung der Kommunistischen Partei Chinas, oder 1949 die Gründung der Volksrepublik China, dann haben wir die durchschnittliche Dauer der Rivalität längst überschritten, was statistisch bedeuten würde, dass sie am Ende ihrer Existenz steht. Angesichts der Nixon-Ära und der anschließenden wirtschaftlichen Entspannung zwischen Washington und Peking wäre eine solche Annahme jedoch nicht gerechtfertigt. Realistisch betrachtet deuten 2001, also der Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation, oder 2008, also die Wirtschaftskrise, die das Ende der Hyperglobalisierung markiert, eher auf einen Beginn einer strategischen Rivalität hin. Das bedeutet, dass wir bereits ein Viertel der Rivalitätsperiode hinter uns haben oder sogar uns der Halbzeit nähern. Dieser eher unintuitive Gedanke ist weit entfernt von dem permanenten Kriegszustand, der uns oft für die kommenden Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte vorhergesagt wird. Die Rivalität wird jedoch sicherlich nicht in einem Fall enden, wenn wir nicht wissen, was ihr Ende charakterisieren wird. In einer solchen Version könnte sie sich auf unbestimmte Zeit hinziehen. Es gibt dazu so viele Meinungen wie Meinungsmacher. Die Aggressiveren bevorzugen die klassische Der Sieger bekommt alles Variante des Spiels, während die Ausgewogeneren argumentieren, dass beide Mächte ihren nationalen Interessen besser dienen, wenn sie sich für eine Strategie des Wettbewerbs mit kooperativen Elementen entscheiden. Aggressiv oder ausgewogen? Wer hat Recht und wie definieren die beiden Seiten das potenzielle Ende der strategischen Rivalität zwischen China und den USA, die sicherlich nicht ewig andauern wird? Willkommen zum 20er-Jahre-Bericht. Das Klima zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hat sich seit langem verschlechtert. Die Amerikaner wurden sich der chinesischen Herausforderung immer mehr bewusst und versuchten, Peking davon zu überzeugen, sich an die von Washington festgelegten Regeln zu halten. Als klar wurde, dass die Chinesen Vorteile erlangten durch ihren eigenen Fleiß, aber auch durch unfaire Praktiken wie Dumping oder Diebstahl geistigen Eigentums, suchten die Amerikaner den Dialog und bilaterale Abkommen. Als auch dies scheiterte, gingen sie mit Sanktionen und Zöllen in die aktive Defensive. Doch heute, da die Regierung des Neokaisers Xi Jinping keinen Hehl aus ihren globalen Ambitionen macht und mit der Doktrin des Versteckens der eigenen Fähigkeiten gebrochen hat, sieht sich Washington mit Forderungen konfrontiert, wie sie es seit 75 Jahren nicht mehr erlebt hat, darunter einem heißen Krieg im Pazifik zur Verteidigung Taiwans oder von Verbündeten in der Region. Um Klarheit zu schaffen, gehen wir zurück zu den Grundlagen. Warum legen sich die Amerikaner und die Chinesen in den Hahn? Und warum ist der Krieg zwischen den beiden Mächten, wie manche ihn nennen, eine selbsterfüllende Prophezeiung? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Welt aus Sicht der Supermächte anders aussieht als aus der Sicht des Durchschnittsbürgers. Das oberste Ziel eines jeden Staates, unabhängig von seiner Größe, ist das Überleben. Kleine und mittelgroße Staaten, die sich dieser Herausforderung stellen müssen, versuchen zunächst, ihre Position in der regionalen Umgebung auszugleichen, während sie gleichzeitig nach maximaler Produktivität streben, um ihre Überlebenschancen im Moment der Prüfung zu erhöhen. Aber große Staaten, insbesondere die Supermächte, sehen das anders. Natürlich tun sie dasselbe wie die kleinen Akteure, aber ihre Macht und ihr Potenzial ermöglichen es ihnen, das gesamte System, in dem die Welt operiert, aktiv zu beeinflussen. Auf dieser Kausalitätsebene betrachten die Akteure das Spiel als begrenzte Menge. Betrachten wir diesen Mechanismus als ein Spiel mit 100 Chips. Wenn ein Chip an einen Rivalen fällt, bedeutet das automatisch, dass ich ihn nicht mehr habe. Wenn der Rivale mehr Chips sammelt, bedeutet das, dass er in dem Spiel besser spielt und das globale System effektiver beeinflussen kann. Wenn er alle oder fast alle meine Chips nimmt, drohen mir die schlimmsten Konsequenzen. Siehe den Zusammenbruch der Sowjetunion. Manche nennen diesen Prozess ein Nullsummenspiel, ein Begriff, der vor allem von Vertretern der realistischen Schule der internationalen Politik verwendet wird. Dass dies nicht die einzige Möglichkeit ist, die Realität zu interpretieren, ist ein Thema für eine separate Episode, aber Tatsache ist, dass die Realität in den Kabinetten von Washington oder Peking oft so wahrgenommen wird. Vor allem, wenn zwei ideologisch unterschiedliche Lager miteinander konkurrieren. Der Erfolg des einen bedeutet automatisch das systemische Scheitern des anderen. Der Erfolg von Chinas Mischung aus Autokratie, Kommunismus und Konfuzianismus untergräbt natürlich die Grundlage der liberalen Demokratie, auf denen die westliche Ordnung basiert, und umgekehrt. Selbst heute fragen sich die Menschen im Westen, ob das chinesische Modell nicht besser ist, weil China so schnell zu seiner jetzigen Macht gewachsen ist. In praktischer und geografischer Hinsicht bedeutet dies, dass die USA immer versuchen, die wichtigsten wirtschaftlichen oder strategischen Engpässe der Welt zu kontrollieren. Das liegt daran, dass sie erkennen, dass hier die Grundlagen des gesamten internationalen Systems, das heißt des oben genannten Spiels liegen, einschließlich ihrer Macht als Supermacht. Aus diesem Grund führten die Amerikaner Kriege mit den Spaniern oder Briten, zunächst um die Kontrolle über Nordamerika und später um die gesamte westliche Hemisphäre, da sie erkannten, dass dies ein notwendiger Schritt für die strategischen Interessen Amerikas und die Anhäufung weiterer Chips war. Aus diesem Grund traten die Amerikaner in den Ersten und Zweiten Weltkrieg ein. Theoretisch mögen sie diese als entfernte Konflikte betrachtet waren, die das Blutvergießen nicht wert waren. Aber in Anbetracht der historischen und natürlichen Produktivitätsvorteile der kombinierten Kontinente Europa und Asien gegenüber Nord und Südamerika konnten sie nicht zulassen, dass in der Region eine vereinte Kraft entsteht, die die globale Position der aufstrebenden amerikanischen Supermacht untergraben könnte. Eine Kraft, die im schlimmsten Fall das Potenzial hätte, den Amerikanern alle Chips wegzunehmen. Daher kamen sie zu dem Schluss, dass es einfacher wäre, den deutschen oder japanischen Imperialismus im Keim zu ersticken, als ihn zu unkontrollieren Ausmaßen heranwachsen zu lassen. Eine ähnliche Motivation trieb den Kalten Krieg an. Hätten die Sowjets in den Jahren des Kalten Krieges die Kontrolle über das wirtschaftliche und menschliche Potenzial Westeuropas erlangt, hätten die Amerikaner nicht nur plötzlich weniger Chips, sondern sie wären auch in Gefahr, sie alle zu verlieren. Und zwar zusammen mit der kommunistischen Welle, die ihren Weg über den Atlantik fand. Mit anderen Worten, die Amerikaner, die die Kontrolle über die wichtigsten wirtschaftlichen Eckpfeiler der Welt behalten, betrachten es als ihr wichtigstes strategisches Interesse, dem Entstehen konkurrierender Machtzentren entgegenzuwirken, insbesondere an Orten, an denen die Welt am produktivsten ist. Heute entfallen auf die Asien-Pazifik-Region zwei Drittel des globalen BIP-Wachstums und etwa 40% des gesamten globalen BIP. Das entspricht etwa dem Anteil der Europäischen Union, 16%, und der Vereinigten Staaten, etwa 25%, zusammengenommen. Wenn eine vorherrschende Macht erkennt, dass dieses Potenzial von einem einzelnen Akteur beherrscht werden kann, schreitet sie natürlich ein, um das Wachstum einzudämmen. Dies manifestiert sich in Wirtschaftskriegen, in der Aufrüstung der eigenen Streitkräfte und ihrer Partner, in Bildung von Eindämmungskoalitionen oder in Stellvertreterkriegen. In der Zwischenzeit betrachtet der aufstrebende Herausforderer diese Aktion als feindselig und existenzbedrohend, nicht ohne seine eigene Begründung, und unternimmt daher aktiv eigene Anstrengungen zur Stärkung seiner Position. China führt den größten und schnellsten militärischen Aufrüstungszyklus seit dem Zweiten Weltkrieg durch, stellt die von den Amerikanern geschaffene gegenwärtige Ordnung aktiv in Frage und nutzt seine wirtschaftliche Macht, um von seiner Position als Auserwählter des Himmels, als der sich der Chongnu-Kaiser immer bezeichnet hat, auf die Region auszustrahlen. In diesem Prozess kommen wir zu der Frage nach der Henne oder dem Ei. Sind es Chinas unehrliche Praktiken und feindselige Handlungen auf der internationalen Bühne, die die Amerikaner zu einer Reaktion provoziert haben? Oder sind es die Amerikaner, die durch ihre Einmischung in Chinas Entwicklung eine Reaktion Chinas erforderlich gemacht haben? Jedes Lager hat seine eigene Antwort auf diese Frage, und im Allgemeinen haben beide Seiten logische Argumente auf ihrer Seite. Dennoch ist dies irrelevant. Aus der Sicht der realistischen Geopolitik ist richtig oder wahr lediglich ein Werkzeug, um in einem Nullsummspiel zu gewinnen. In diesem Licht haben beide Seiten recht, weil sie um begrenzte Ressourcen kämpfen. Rationalität können wir nur auf der Ebene der individuellen Wahrnehmung anstreben. Ich oder du könnt denken, dass eine der Mächte das Recht haben, auf diese oder jene Weise zu handeln, weil wir ihr Modell der Gesellschaftsführung für näher an der Wahrheit halten. Wahrheit verstanden als eine Art und Weise, wie Staaten das Leben ihrer Bürger organisieren sollten, die der menschlichen Natur und dem inneren Wachstum am nächsten kommt. Letztendlich kann sich jeder von uns vorstellen, dass die siegreiche Entität ihre eigene dominante Ideologie auf schwächere Akteure überträgt und sie dazu bringt, sie zu übernehmen, weil sie dem Sieger hilft, das von ihm geschaffene System zu managen und zu einem Hauptziel beizutragen, dem Überleben des Staates in der bestmöglichen Position. Die zynische Sichtweise, die die Realitätsschule oft vorschreibt, vermischt sich daher oft mit der Perspektive und den Ansichten des Einzelnen. Das ist jetzt nicht anders. In fast allen Fällen von Interessenkonflikten auf staatlicher Ebene finden wir in der Kommentarliteratur zwei Positionen, die sich einem bestimmten Problem nähern, nennen wir sie die aggressiveren und die ausgewogenen. Erstere werden gewöhnlich als Falken bezeichnet, letztere nennen wir die Eulen. Es ist keineswegs so, dass die eine Position angemessener ist und die andere dominiert, es hängt alles von der Konditionierung des Augenblicks und dem angemessenen Balanceakt ab. So wie die Eskalation oder die Taktik Zahn um Zahn in der Regel der Weg ist, den russische oder israelische Politiker einschlagen, fällt es den Staats- und Regierungschefs der EU schwer, entschlossen zu handeln und bei Bedarf klare Grenzen zu setzen. In beiden Fällen ist ein zu weitgehendes Vorgehen in der Regel kostspielig. Dies gilt auch für die Vereinigten Staaten und China, die aufgrund ihrer eigenen Ressourcen und der weitreichenden Auswirkungen ihres Handels vielleicht am besten auf der Welt gelernt haben, beide Positionen zu vereinen. Die amerikanische Kultur und die auf der globalen Zeitachse schnell erreichte Dominanz prädisponieren Washington natürlich für eine aggressivere Position, aber die Aufrechterhaltung des Weltsystems erforderte gleichzeitig einen eulenartigen Balanceakt. Wenn jedoch zu viel ausbalanciert und zurückgezogen wird, wird der Falkenflügel natürlich aktiviert, wodurch ein automatischer Kontrollmechanismus besteht. Wir sehen dies auch im Fall von China. Macht ist die Antwort im Wettbewerb der USA mit China. Der Titel des Artikels von Michael Massa für Foreign Policy sagt im Wesentlichen alles über die Einstellung des Autors der Rivalität mit der Volksrepublik China. Der Autor beginnt mit dem Verweis auf den Text von Melvin Leffler, der schrieb, dass die Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg eine Strategie des Übergewichts geerbt hätten. Leffler wies darauf hin, dass Zitat Vorherrschaft nicht gleichbedeutend mit Dominanz ist, es bedeutet, ein Weltumfeld zu schaffen, das den Interessen und Werten der USA förderlich ist. Es bedeutet, die Fähigkeiten zu entwickeln, um Bedrohungen und Herausforderungen zu bewältigen. Es bedeutet, die Stärke zu mobilisieren, um den sowjetischen Einfluss auf die eigene Peripherie zu verringern. Weniger als eine Vormachtstellung anzustreben wäre eine Entscheidung für die Niederlage. Zitat Ende. Auf dieser Grundlage zieht Maza eine Analogie zur Gegenwart, China strebt nach dieser Definition nach seinem eigenen Übergewicht, was bedeutet, die Interessen und Werte der USA einzuschränken, um bessere Bedingungen für die von der kommunistischen Partei Chinas geförderten Interessen und Werte zu schaffen. Zitat, Wir werden die Sicherheit der Staatsmacht, der Systeme und der Ideologie Chinas entschlossen schützen, sagte Xi Jinping 2022 auf dem 20. Parteitag und bestätigte damit irgendwie die Vermutung des Autors. Maza wird von Matt Pottinger und Mike Gallagher in dem Artikel No Substitute for Victory bestätigt. Zitat, die Vereinigten Staaten sollten den Wettbewerb mit China nicht managen, sie sollten ihn gewinnen. Zitat Ende. Und dann, Zitat, Washington wird eine Rhetorik und eine Politik annehmen müssen, die sich unangenehm konfrontativ anfühlen mögen, aber in Wirklichkeit notwendig sind, um die Grenzen wiederherzustellen, die Peking und seine Gefolgsleute verletzen. Das bedeutet, dem chinesischen Staatschef Xi Jinping Kost für seine Politik der Förderung des globalen Chaos aufzulegen. Zitat Ende. In ähnlicher Weise kommentierte Matthew Krönig in Foreign Policy: Zitat: Bei jedem anderen Wettbewerb wie dem 100-Meter-Lauf geht es nicht nur darum, sich zu behaupten, sondern zu gewinnen. Zitat Ende. Potenziellen Kritikern sagen die amerikanischen Falken im Grunde, schaut euch um. Euer, das heißt der amerikanische, Wohlstand basiert auf dem bestehenden Weltsystem, das weitgehend auf westlichen Werten beruht. Demokratie, Bürgerrechte, Redefreiheit und so weiter. Was tut China in der Zwischenzeit? Sie unterstützen alle Akteure, die diese Werte und dieses System am heftigsten angreifen und ablehnen. Arbeitslager und keine Chancen in Nordkorea. China ist hier, um zu helfen. 30 Jahre Einmann-Diktatur und brutale Unterdrückung jeglicher Opposition in Belarus klingt nach dem richtigen Weg für dieses Land, lasst uns eine gemeinsame Übung in Europa durchführen. Blutiger religiöser Fundamentalismus im Iran, kein Problem, lasst mich euer Öl kaufen. Oder endlich ein Land angreifen, das zehnmal kleiner ist und seine Kinder entführen und töten, das ist nichts, die chinesisch russische Freundschaft ist stärker als das. Die Falken machen also nicht ohne Grund deutlich, dass alle Probleme der westlichen Welt heute im Wesentlichen eine Quelle haben würden, China. Zitat, das wichtigste Merkmal der Welt ist, mit einem Wort, Chaos. Pottinger und Gellinger erinnern an Xis Worte aus dem Jahr 2021 und fügen hinzu, dass Xi dies als ein positives Phänomen für China betrachtete. Es wäre daher nicht übertrieben, das Reich der Mitte als einen modernen Sponsor des Chaos zu bezeichnen. Eine zurückhaltende amerikanische Haltung gegenüber den Chinesen prägte praktisch das gesamte vergangene Jahrzehnt. Wie endete es? Am 4. Februar 2022 kündigten Wladimir Putin und Xi Jinping die Bildung einer strategischen Partnerschaft ohne Grenzen und ohne verbotene Bereiche der Zusammenarbeit an. Die meisten Beobachter glauben, dass Wladimir Putin daraufhin seine Pläne für eine Invasion der Ukraine konkretisierte, die drei Wochen später stattfand. Möglicherweise hat er auch seinen chinesischen Amtskollegen über seine Absichten informiert. Mit anderen Worten, Maza, Krönig, Pottinger und Gallagher sind sich einig, dass China nicht kontrolliert oder verwaltet werden sollte. Es sollte auf klassische Weise besiegt werden. Aber was bedeutet eigentlich Sieg? George Kennan schrieb 1947, dass die Politik der USA darauf abziele, Zitat, »Tendenzen zu fördern, die schließlich entweder in der Auflösung oder der allmählichen Minderung der Sowjetmacht münden müssen.« George W. Bush hingegen sagte, das Ziel der USA sei ein freies und friedliches Europa, und dies erfordere eine erfolgreiche Partnerschaft mit der UdSSR oder deren Zerfall. Ziel erreicht, aber Option Nummer zwei. Heute spricht die nationale Sicherheitsstrategie der Regierung Biden eine ähnliche Sprache. Ohne Europa in den Mittelpunkt der Herausforderung zu stellen, strebt sie, Zitat, eine bessere Zukunft in einer freien, offenen, sicheren und prosperierenden Welt an maser fügt dieser definition eine us perspektive hinzu Zitat, eine welt in der die physische sicherheit des amerikanischen heimatlandes gesichert ist die amerikanische lebensweise gedeiht und das amerikanische volk prosperiert Zitat Ende. das haupthindernis für die erreichung dieses ziels ist natürlich china die mittel um den gegner zu besiegen sind in den augen eines jeden falken klar Dazu gehören, immer mehr und klüger in das Militär zu investieren, wirtschaftliche Vorteile auszunutzen und den Handelskrieg de facto zu eskalieren, Allianzen um China herum aufzubauen und die Partner dazu zu drängen, mehr von der Last zu übernehmen und für die Entwicklungsländer zu kämpfen und die Idee einer Demokratieförderung und des Widerstands gegen wachsende autokratische Tendenzen nicht aufzugeben. Wenn sie richtig umgesetzt werden, würden, wie Pottinger und Gallagher schreiben, Zitat, Chinas kommunistische Machthaber den Versuch aufgeben, sich in einem heißen oder kalten Krieg mit den Vereinigten Staaten und ihren Freunden durchzusetzen. Und das chinesische Volk, von den herrschenden Eliten bis hin zu den Bürgern, würde Inspiration finden, um neue Entwicklungs- und Regierungsmodelle zu erforschen, die nicht auf Unterdrückung im Inland und zwanghafter Feindseligkeit im Ausland beruhen. Zitat Ende. Die Forscher fügen hinzu, dass die beste Strategie der USA, die in den Reagan-Jahren ihre endgültige Synthese fand, darin bestand, die Sowjets davon zu überzeugen, dass sie auf dem Weg zum Scheitern waren, was wiederum die Zweifel am gesamten sowjetischen Regierungsmodell verstärkte. Maser schreibt sogar, Zitat, der Hauptpreis für das chinesische Volk ist ein liberaldemokratisches China, in dem das chinesische Volk in Wohlstand, Freiheit und Frieden leben kann. Zitat Ende. Dies wäre das Ergebnis einer effektiven Überlegenheitsstrategie. Matthew Krönig hingegen verweist auf eine noch direktere Definition. Zitat: Gewinn bedeutet an einen Punkt zu gelangen, an dem die chinesische Regierung nicht mehr den Willen oder die Fähigkeit hat, lebenswichtige US-Interessen zu schädigen. Mit anderen Worten, Washington sollte die Kapitulation oder Entmachtung der chinesischen Bedrohung anstreben. Zitat Ende. Krönig sieht drei Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Erstens können die Amerikaner einfach alles besser als die Chinesen. Sie sind in der Standardkonkurrenz in allen Bereichen besiegen. Wirtschaftlich, technologisch, ideologisch, demografisch, diplomatisch und militärisch. Wenn die USA dies tun würde, werden die Chinesen natürlich den Willen zu weiteren Konfrontationen verlieren und die strategische Rivalität wird ein Ende haben. Es wäre eine klassische Rivalität der Systeme, die an die Tage der Rivalität mit den Sowjets erinnert. Der zweite mögliche Weg könnte darin bestehen, die chinesischen Führer, die nach Xi kommen, der Autor glaubt, dass sich die Ansichten des derzeitigen Führers nicht ändern werden, davon zu überzeugen, dass der Weg des Konflikts und der Konfrontation mit Amerika und seinen Partnern zu kostspielig ist, und sie werden sich einfach für den Weg der größeren Anpassung und Zusammenarbeit entscheiden. Logischerweise muss Option 2 Option 1 beinhalten. Nur empirische Beweise können die Chinesen davon überzeugen, dass ein Kurswechsel gerechtfertigt ist. Der dritte Weg ist die drastische Option, innerer Zusammenbruch oder sogar Zerfall. Der Autor argumentiert, dass autokratische Regime fragil sind und China heute doppelt so viel für die interne Polizei ausgibt wie für die Armee. Im Falle der USA sind diese Anteile umgekehrt. Chinas größte interne Probleme würden die strategische Rivalität natürlich beenden und der Hegemon würde seine Position verteidigen. Für Michael Mazar von Rand ist diese Definition von Sieg jedoch suboptimal. Er ist der Meinung, dass das Streben nach einem Sieg über China in allen Bereichen nicht die Rivalität beenden, sondern sogar zu einem permanenten Zustand der Konfrontation führen könnte. Mazar nimmt gegenüber den oben genannten Meinungsmachern eine ausgewogene Haltung ein, was es uns erlaubt, ihn dem Lager der Eulen zuzuordnen. Der Autor zitiert die Worte von Jake Sullivan, dem derzeitigen nationalen Sicherheitsberater, der 2019 in einem Essay für Foreign Affairs schrieb, Zitat Anstatt sich auf Annahmen über Chinas Entwicklung zu verlassen, sollte die amerikanische Strategie dauerhaft sein, was auch immer die Zukunft für das chinesische System bringt. Sie sollte nicht auf einen endgültigen Endzustand abzielen, der dem endgültigen Abschluss des Kalten Krieges ähnelt, sondern auf einen stabilen Zustand einer nüchternen Koexistenz zu Bedingungen, die den Interessen und Werten der USA förderlich sind. Zitat Ende. Ein permanenter Zustand strategischer Rivalität, das ist die Idee einer der wichtigsten Personen in der Gestaltung der globalen Sicherheitsagenda. Mazar ist jedoch der Ansicht, dass ein Zustand offener Rivalität ohne klares Ziel viele Nachteile hat. Erstens erschwert es die Festlegung von Prioritäten. Da Amerika kein definiertes Ziel hat, wird alles gleich wichtig, während die Ressourcen nicht unbegrenzt sind. Darüber hinaus verstärkt die Kriegsmentalität, die überall am Horizont zu sehen ist, fatalistische Tendenzen und gibt dem Rivalen das Gefühl, eingekreist zu sein. Hypernationalistische Wellen sind auf dem Vormarsch und helfen dem Regime, Zitat, die Menschen hinter der Flagge zu versammeln. Mazar kritisiert auch die von Pottinger und Gellinger, Mazar und Krönig vorgeschlagenen Endziele, die indirekt den Sturz des chinesischen Regimes und die Errichtung eines eigenen dominanten Systems anstreben. Wenn also die Antwort weder Sullivans endlose Rivalität noch Pottingers Wunsch, die Kommunistische Partei Chinas zu stürzen, und schon gar nicht ein Eingeständnis der Niederlage oder des Verlusts der Vorherrschaft ist, was ist es dann? Der Autor sucht die Frage in einer Studie mit dem Titel The Fates of Nations, die er mitverfasst hat. Die Rand-Analysten untersuchten, wie sich turbulente Rivalitäten im Laufe der Zeit zu freundschaftlichen Beziehungen zwischen Mächten entwickelt haben. Die Studie ergab, dass es sieben solcher Wege gibt. Erstens Eroberung und Besetzung wie im Zweiten Weltkrieg, zweitens der Verlust eines großen Krieges ohne Besetzung wie Deutschland im Ersten Weltkrieg, drittens die politische Transformation, Revolution oder Instabilität, der Fall des Zusammenbruchs der UdSSR, viertens die Fragmentierung der politischen Subjektivität im Fall des osmanischen und österreich-ungarischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg, fünftens die Akzeptanz des eigenen Niedergangs, Sechstens die Aufgabe einer oder zweier rivalisierender Parteien, um sich auf eine andere Herausforderung zu konzentrieren. Zum Beispiel Großbritannien und Deutschland verbünden sich gegen den Aufstieg Deutschlands. Oder siebtens, und das ist der letzte Punkt, die Auslöschung von Rivalitäten auf beiden Seiten, um den nationalen Interessen besser dienen zu können. Wieder Großbritannien im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Allmähliche Aussöhnung mit den aufstrebenden Vereinigten Staaten, ohne einen größeren Krieg zu beginnen. Mazar denkt an China und lehnt die Option Krieg oder Besetzung, die das verherrnste Szenario wären, sofort ab. Er lehnt daher die Wege 1, 2, 3 und 4 ab. Aus den verbleibenden drei versucht er, eine mögliche Lösung für beide Rivalen zu finden. Was sind die Bestandteile einer solchen Formel? Eine Form des Machtwechsels an der Spitze in einer oder beiden Hauptstädten, ohne das Land ins Chaos zu stürzen. Die neue Macht verändert die Optik des Konflikts und überschreitet den Rubikon, indem sie ihn als Nullsummspiel betrachtet. Zusätzlich zu seiner eigenen Überzeugung, dass eine langwierige Rivalität niemandem hilft, könnten andere Bedrohungen die Motivation sein. Nicht unbedingt geopolitische, sondern ökologische, soziale oder technologische. Was entsteht dann aus einer solchen Mischung? Die beiden Seiten werden weiterhin in vielen Bereichen miteinander konkurrieren und einander mit Argwohn betrachten, aber nicht unbedingt militarisieren oder sich auf den kommenden heißen Krieg freuen. Eine solche coole Zusammenarbeit könnte an die Briten und Franzosen nach dem Neustart im Gefolge der napoleonischen Kriege erinnern oder an die britische Perspektive auf Deutschland während des Kalten Krieges. Eventuell könnte sie auch Elemente der Beziehungen zwischen den USA und Japan in den 1970er und 80er Jahren enthalten, als Tokio und Washington in einigen Bereichen heftig miteinander konkurrierten, in anderen jedoch zusammenarbeiteten. Ein solcher Ansatz würde sowohl in den USA als auch in China eine Änderung der Sichtweise erfordern. Die Amerikaner müssten versuchen, Chinas Entwicklung nicht in allen Bereichen zu behindern, in denen sie dazu in der Lage sind. Es wäre auch nützlich vorzugeben, dass das Ziel nicht ein Regimewechsel ist. Die Chinesen hätten auch Hausaufgaben zu machen. Es wäre eine nette Geste, die Unterstützung von Regimen einzustellen, die offen die Weltordnung stören und den Sturz der USA fordern. Die Weltordnung, innerhalb derer, daran sei erinnert, China zu seiner heutigen Macht gelangt ist. Der chinesische Autor Feng Shang nannte Chinas potenzielle neue Ordnung ethischen Rationalismus, der sich stärker an der konfuzianischen Tradition orientieren würde. Shangs Vorstellung von China würde eine Führungsrolle übernehmen, aber andere kleinere Akteure im System mit Respekt behandeln. Das heutige China ist in den Augen von Shang egoistisch, während ein unreflektierter Ansatz bei der Umsetzung einer realistischen Außenpolitik Chinas moralisches Image in den Augen der Welt und des chinesischen Volkes schwächt. Es ist nicht wirklich klar, welche Werte das moderne China fördern will. Sicherlich die, die in Pyongyang, Minsk, Moskau oder Teheran umgesetzt werden. Aber ist ein solcher, idealistischer Wandel überhaupt möglich? Mazar bleibt optimistisch, Zitat. So krass eine solche Transformation auch erscheinen mag, wäre sie historisch gesehen nicht ungewöhnlich. Das revolutionäre und expansionistische Frankreich wurde im 19. Jahrhundert zu einer Status Quo Macht. Das imperialistische Japan der 1930er Jahre wurde zur friedlichen Handelsmacht der 1970er Jahre. Das moderne China hat bereits den Sprung vom radikalen revolutionären Abenteurertum zum globalisierungsgetriebenen, schnell reichmachenden Industrialisierungschina geschafft. Im Vergleich dazu ist die hier vorgeschlagene Umgestaltung nicht besonders radikal. Zitat Ende. Der Autor glaubt, dass die Rivalität enden wird, wenn beide Mächte zu dem Schluss kommen, dass sie ihnen einfach nicht dienlich ist, und dass die Interessen beider Hauptstädte besser gewahrt sind, wenn das Eskalationsniveau gesenkt wird. Oder zumindest glaubt er, dass ein solches Ende das Willkommenste wäre. Also der Krieg der Systeme und ein klassischer Siegeszug, der einen weiteren Anstieg der Spannungen riskiert, oder die idealistischere Option, nationale Interessen zu verfolgen, indem die Bereiche der Rivalität reduziert werden und versucht wird, den Rubikon des Nullsummspiels zu überschreiten? Welchen Weg die beiden Mächte auch einschlagen, ihre Rivalität wird irgendwann enden. Was uns heute als eingefrorener Status quo erscheint, wird der Vergangenheit angehören und höchstwahrscheinlich durch ein anderes, drängenderes Problem ersetzt werden, das es zu lösen gilt. Statistiken zeigen, dass dies geschehen wird, während die meisten von uns noch am Leben sind. Die Frage ist, ob am ersten Tag der neuen Welt der Hegemon und sein System unverändert bleiben werden, oder ob er die neue Vorherrschaft an einen Staat abtreten wird, der glaubt, dass seine Rückkehr an die Spitze lediglich eine Rückkehr zum natürlichen Lauf der Dinge in dieser Welt ist. Wenn dir diese Analyse einen neuen Blickwinkel gegeben hat, dann abonniere jetzt gerne Good Times Bad Times, dann verpasst du in Zukunft keines unserer Videos mehr über Geostrategie, Wirtschaft und Politik.